Über die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise sprechen. Es ist ein Thema, das mehr als abendfüllend wäre, aber auch das in aller Kürze. Also, an den Winfried Herrmann. Viele der Gesetze zur Deregulierung der deutschen Finanzmärkte stammen ja aus den Jahren 2002 und 2003, tragen also die Handschrift von Rot-Grün und wurden damals sowohl vom Bundesfinanzminister als auch von Grünen durchaus gefeiert. Wie geht denn Ihre Partei mit diesem Erbe um? Also zunächst mal muss man sagen, tatsächlich sind einige Deregulierungen gemacht worden, aber das eigentliche Problem der jetzigen Finanz- und Wirtschaftskrise ist, dass schon davor sehr wenig geregelt war und dass diese neuen Finanzmarktprodukte, die in den letzten Jahren eine ganz große Rolle gespielt haben, überhaupt gar keinen Regelungsmechanismus hatten. Wenn man uns einen Vorwurf machen kann, dann nicht den, dass wir alles abgeräumt haben, sondern dass wir nicht neue passende Regeln gemacht haben. Und den Vorwurf, den müssen wir uns gefallen lassen. Ich will aber dazu sagen, dass wir bei den Grünen seit mindestens 4, 5 Jahren darüber eine ziemlich heftige Diskussion führen und dass wir sofort in diesem Bundes, also im zu Ende gehenden Bundestag, Vorschläge gemacht haben, wie man beispielsweise die Hedgefonds und ähnliche Instrumente endlich unter Kontrolle bekommt und sie gleich behandelt wie Banken. Wir haben auf die Risiken hingewiesen, die waren unübersehbar. Es gab genügend Experten, die schon vor 3 Jahren gesagt haben, dieses Finanzmarktsystem ist aufgebaut wie ein Kartenhaus. Das wird zusammenbrechen, wenn wir das nicht ändern, wenn wir das nicht besser politisch steuern und reglementieren. Und diese Warnung haben wir rechtzeitig ins Parlament gebracht. Allerdings hat zu der Zeit damals Steinbrück und andere gesagt, das trifft uns nicht, das ist allenfalls ein amerikanisches Problem, sowas haben wir nicht, wir haben Sparkassen wie hier, die sind sicher, kleine Einlagen, sicheres Vermögen und ordentliche Banker, das sind keine solche Casino-Kapitalisten. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem, dass man lange Zeit in der Politik und in der Wirtschaft diese systemrelevanten und systemgefährlichen Punkte nicht erkannt hat und nicht geregelt hat.